Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 16. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Bevor ich starte, noch die Neuigkeiten. Ich habe einen neuen Kanal und das heißt Fernöstliches Liebesorakel und dort erscheint die tägliche fernöstliche Tagesenergie nach chinesischen Astrologie. Die zweite Neuigkeit ist, ab Februar starte ich meinen monatlichen Newsletter, jeden Monat ein anderes Thema und jeden Monat beschreibe ich die Ereignisse des Monats. Das könnt ihr ab sofort abonnieren. Die Abo ist kostenlos, fühlt euch zu nichts verpflichtet. Die E-Mail-Adresse ist, wo ihr mein Newsletter abonnieren könnt, newsletter@denderasusannamedici.com. Ihr habt auch Vorteile, was andere nicht haben. Jeden Monat bekommt ihr Angebote. Hier in diesem Kanal werden auch bald Neuigkeiten kommen. Ich werde neue Aufnahmen machen und es wird auch sehr interessant sein. Lasst euch überraschen. Und jetzt zu diesem Bild. Ganesha ist eine gute Unterstützung bei jedem Neuanfang und Ganesha hütet die Astrologie, deswegen passt es ganz gut in die Mitte. Die vier Elemente, ich möchte nicht jedes Mal das wiederholen, im Feuerelement ist die bewegliche, die Tierkreiszeichen Widder, das Festhaltende ist die Tierkreiszeichen Löwe und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Schütze. Das bedeutet, die Schütze zeigt Beweglichkeit, aber auch das Festhaltende, etwas zu befestigen. Ich weiß. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Im Erdelement ist die bewegliche Steinbock, das Festhaltende ist Stier und Dualität zeigt Jungfrau. Im Luftelement ist Waage die bewegliche, das Festhaltende ist Wassermann und Zwillinge zeigen die Dualität, haben von beider Seite etwas. Im Wasserelement ist die Krebs die bewegliche. Das Festhaltende ist Skorpion und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Fischen. Es nähert sich zum totalen Mondfinsternis. 21. Januar 2019 ist Mondfinsternis. Ein Mondfinsternis findet statt bei Vollmond auf dem Mondknoten. Und genau das passiert auch. Und die Sonne nähert sich schon zu diesem Mondknoten Ketu. Ketu symbolisiert die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen. Sonne ist ganz nah, hat fast Ketu erreicht, das wirkt jetzt schon. Es kommen Erinnerungen, alten karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Was bedeutet überhaupt Karma? Das heißt, dass wir eine Seele haben und wenn wir sterben, kehrt unsere Seele mit vollem Bewusstsein zum Gott zurück. Und wenn die Seele etwas ausgleichen möchte, oder kommt natürlich auch die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Das muss die Seele auch ausgleichen. Daran liegt auch die göttliche Gerechtigkeit, aber auch die Verbesserungen.
Und wenn die Seele dieses Bedürfnis hat, etwas besser zu machen im Leben, dann macht eine Seele eine Reise und kehrt wieder zurück auf die Erde. Es ist keine Strafe Gottes, sondern die Seele braucht diese Reise, braucht diese Erfahrungen. Und die Seele sucht einen Weg, einen Schicksalsweg. Und ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und das wissen wir auch. Und dieser Schicksalsweg ist in einem Geburtshoroskop beschrieben, weil das ist ein Plan. Ein göttlicher Plan, aber auch ein Seelenplan. Und so standen die Sterne über uns in dem Moment, wo wir geboren sind. Das ist dieser Plan und das ist einzigartig. Und diesem Schicksal, diesem Schicksalsweg ist die goldenen Weg. Und unsere Seele weiß das ganz genau, weil die Seele hat das selbst ausgesucht. Aber wir folgen nicht immer in diesem Weg, weil wir machen immer wieder mal Umwege, weil wir sind frei, wir treffen selbst die Entscheidungen. Es gibt Saturn, der Planet der Schicksal, der Planet der Karma. Saturn kann das nur korrigieren, uns auf dem richtigen Weg zum Lenken. Aber es ist auch gut, wenn wir intuitiv handeln oder haben die Verbindung zu unserer Seele. Das können wir aber erst erreichen, wenn wir zur Ruhe kommen. Wenn wir nachdenklich sind, wenn wir nach innen schauen oder meditieren, dann haben wir eine Verbindung zu unserer Seele. Das heißt, wir besuchen unsere Seele. Und dann erkennen wir, dass wir ein Teil sind von der göttlichen Schöpfung. Und verspüren wir die Liebe Gottes oder wie nah das ist. Die Verbindung ist dann auch da. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und jetzt gerade bei diesem Finsternis ist so wichtig, dieses Thema mal anzusprechen, weil Sonne nähert sich auf diesem karmischen Knoten. Und das ist Ketu und das heißt die alten Karma. Kommen alten karmischen Erinnerungen. Es wird am 21. Januar sein, diese totale Mondfinsternis, aber diese Energie jetzt spürbar ist, weil die Sonne befindet sich ganz nah zu Ketu. Mond braucht noch ein bisschen bis Rahu erreicht, aber das wird am 21. sein und dann ist diese Mondfinsternis. Rahu ist der Weg, was unsere Seele sucht. Und in dieser Mondfinsternis sollen wir nach innen lauschen. Was sagt unserem Gefühl, was sagt unserem inneren Stimme? Und dann Gedanken machen, in welche Richtung soll das weitergehen? Wo ist unser Platz im Leben? Was ist unsere Aufgabe? Was möchten wir erreichen, dass wir enden? Unserem Leben sagen können, es hat sich gelohnt zum Leben und dann die Augen schließen. Es ist ein wunderbares, beruhigendes Gefühl. Besser, als wenn jemand sagt, oh mein Gott, ich bin am Sterben und ich habe noch gar nicht gelebt. Das tut weh. Und jetzt haben wir noch die Zeit, etwas in unserem Leben, in unserem Schicksal verbessern. Und der erste Schritt ist unserem Selbst, die Selbstbewusstsein, unserem Selbst stärken, auch die Selbstliebe. Wer soll das sonst machen? Wir selbst stehen zu uns am nähersten. Man macht niemand für uns. Erst wenn wir das können, dann können wir geben, weil da haben wir die Überfluss. Dann können wir Zeit für andere da sein oder Aufmerksamkeit oder Liebe und es ist wunderbar.
Und es wird auch angenommen und kommt auch viel Dankbarkeit zurück. Aber wenn wir nicht im Einklang sind mit uns selbst, da haben wir ein Problem. Und dann wundern wir, dass nichts klappt. In der Beziehung klappt nichts, im Beruf klappt es nicht. Natürlich ist das Leben kein Zuckerschlecken und gibt es immer Hindernisse. Aber diese Hindernisse oder Schwierigkeiten, dadurch wachsen wir auch. Das oft stärkt uns auch. Und damit können wir uns auch messen. Aber jetzt habe ich zu viel erzählt und möchte ich jetzt mal zur Astrologie zurückkehren. Suraya ist die Sonne und Suraya befindet sich im Steinbock und nähert sich zu absteigenden Mondknoten. Es ist nur ein Grad Entfernung, ganz, ganz nah zu diesem karmischen Knoten. Mond ist Soma und befindet sich im Tierkreiszeichen Widder, aber übergeht dann zum Tierkreiszeichen Stier, weil das befindet sich im Grenzbereich. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Merkur oder Buddha befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Damit hier kein Missverständnis entsteht, Merkur heißt auch Buddha und wird mit 1D geschrieben. Ich weiß, aber ich habe kein passendes Bild dazu. Und dieses Bild Buddha mit 2D geschrieben bedeutet schon das Erleuchtete. Aber ich meine jetzt mit diesem Bild Buddha, der Planet Merkur. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus ist auch im Skorpion. Habe ich auch einen indischen Göttin hier als Venus Lakshmi. Saturn ist in Schütze. Und mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. In indischen Astrologie arbeitet man nicht mit Uranus, Neptun und Pluto. Höchstens die modernere Richtung, die berücksichtigen das. Aber ich möchte diese Planeten Uranus, Neptun und Pluto auch nicht verzichten. Das werde ich auch zeigen. Aber was unseren Alltag betrifft, das sind die Planeten Sonne und Mond, was auf unserem Alltag Auswirkung haben. Das heißt nicht, dass Uranus, Neptun und Pluto gar nichts wird, sondern ich möchte die Tagesereignisse beschreiben und das sind die persönlichen Planeten. Wenn wir betrachten die Elementen, dann fällt auf, es fehlt die Luftelement und damit wir im Einklang sind zu diesem kosmischen Energiefeld, sollen wir auf die Luftelement achten, weil schenkt uns die Ausgleich. Kommunikation, Leichtigkeit, Humor, neue Ideen, das zu verwirklichen, dann kommen wir zum Gleichgewicht. Die Verbindungen Sonne und Mond steht in einer schönen Verbindung, aber erst Nachmittag, wenn die Sonne, wenn Mond verlässt die Widder, und das passiert auch dann heute Nachmittag und übergeht in Tierkreiszeichen Stier, dann kommt zu einer Harmonie zwischen Sonne und Mond, weil beide Tierkreiszeichen gehören zum Erdeelement und das harmonisiert immer. Aber bei Sonnenaufgang und noch im laufenden Tag ist Mond noch in Widder. Spät Nachmittag, abends kommt zum Harmonie. Mond befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Parni
und symbolisiert die Urmutter des Lebens, symbolisiert Mutter Erde, gibt uns Vitalität, Gesundheit und vertritt die Wahrheit, unterstützt die Geschäfte. Also wir können dann heute gute Geschäfte machen. Saturn und Jupiter stehen auch eine gute Verbindung. Saturn-Jupiter, die benachbarte Tierkreiszeichen Skorpion und Schütze, kommt immer eine Unterstützung. Das ist wie ein guter Nachbar, das ist die Vertrauende, die gegenseitige Unterstützung. Und das sind Themen wie Gerechtigkeit. Saturn bringt das in Ordnung, kann bei Jupiter auch bedeuten, dass jemand versucht, etwas vergrößern, und Saturn unterstützt, damit das in Form kommt und bekommt eine Struktur. Jupiter steht in Spannung zum Uranus, zum Neptun, aber dazu muss ich noch die äußeren Planeten einsetzen. Uranus ist im Widder, Neptun ist im Wassermann und Pluto ist im Schütze. Und Jupiter und Neptun stehen immer noch in einer Spannungsverbindung, seit Tagen schon. Nicht wundern, die bewegen sich langsam, also diese Verbindung bleibt noch. Und das heißt, bei Neptun-Energie handelt es sich um unsere Träume, unsere Visionen. Kann natürlich die Inspiration sein. Jupiter vergrößert etwas. Und diese Spannung kann bedeuten, dass wir gerade die Möglichkeiten nicht haben, das zu vergrößern, unserem künstlichen Projekt, Kunstprojekt. Oder kann bei Jupiter auch bedeuten, dass wir übertreiben etwas und das kommt nicht gut an. Bei Neptun Energie kann auch handeln an etwas, was undurchschaubar ist, so bewölkt oder undurchschaubar. Das kann uns natürlich auch täuschen. Ist auch möglich, dass jemand versucht, über die Ohr hauen, weil versucht uns etwas vortäuschen, betrügen. Und bei Jupiter handelt sich oft auch um die Ungerechtigkeiten, weil Jupiter öffnet die Augen auch für die Ungerechtigkeiten. Das natürlich kann bedeuten, dass Einflüsse kommen von außen. Wir hören etwas und jemand erzählt, entspricht aber nicht die Wahrheit. Und wenn wir dann doch erfahren, gerade mit diesem Mondenergie, wo Wahrheit ins Licht kommt und dann erfahren wir doch die Wahrheit, dann fühlen wir uns enttäuscht, weil dann kommt es raus, dass der andere gelogen hat. Und wenn das so ist, natürlich ist es ungerecht. Also diese Situation ist heute sehr gut möglich. Gut ist es nicht, aber kann eintreffen. Mars und Venus stehen eine gute Verbindung. Natürlich ist das schön, weil das betrifft die Liebe, Partnerschaft. Also Venus und Mars stehen in einer schönen Verbindung. Venus im Skorpion, Mars im Fischen, zwei Wasserelemente, die harmonisieren. Die gleichen Elemente harmonisieren immer miteinander. Und hier handelt es sich auch um die Gefühle. Das heißt, die Gefühle werden gezeigt, auch angenommen. Und das ist sehr gefühlsvoll. Es geht in die Tiefe. Es harmonisiert sich auch oder kommt eine Versöhnung oder neue Begegnung. Wir haben eine sehr starke und schöne Liebesenergie. Aber kann passieren, dann Neptun hier mischt sich ein. Und dann wird irgendwelche Lügen erzählt und das wäre ein Fehler, das Glauben, was andere erzählen, weil in dem Moment fangen wir an zum Zweifeln und das kann natürlich bedeuten, dass gerade mit dieser Liebe, mit dieser Bindung zusammenhängt.
Mond steht in einer sehr schönen Verbindung zum Pluto. Mond und Pluto, wieder eine Verbindung, zwei Tierkreiszeichen, die im gleichen Elementen gehören und die haben immer eine schöne harmonische Verbindung. Und das bedeutet, wir spüren Mondenergie, die Gefühle unserer inneren Kraft. Und mit dieser Kraft könnten wir einiges in Bewegung setzen und das ist die Feuerelement. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.